Hier sind wir in der Bundesliga am Mikrofon, Manni Breukmann und Frank Buschmann. So etwas wie die deutsche Version des El Clasico mittlerweile. Beide Mannschaften spielen oft in einer eigenen Liga. Wobei die Bayern zwar auf dem Blatt und aufgrund ihrer erfolgreichen Vergangenheit oft favorisiert werden, aber der BVB hat nun wirklich oft genug bewiesen, dass man nicht leicht an ihm vorbeikommt. Spannung pur ist angesagt. Schiedsrichter pfeift die Partie an. Es geht los. Mario Götze. Götze. Lewandowski. Xabi Alonso. Jetzt zieht er ab. Gehalten zunächst. Der Schiedsrichter hat sich sofort festgelegt. 11 Meter. Das hat er ganz locker gemacht. Ja, das wirkte fast schon lässig, cool. Super gemacht. Da zeigt sich die Nervenstärke des echten Profis. Wirklich souverän gemacht. Auch auf diesem Niveau nicht selbstverständlich. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Die Bayern, sie sind in Führung gegangen. Kagawa. Lewandowski. Robben. Lewandowski. Toll gemacht. Pass nach draußen auf den Flügel. Und Achtung, genau hingeschaut. Da haben sie sich zu früh gefreut. Der Angriff ist schon wieder beendet. Und schon wieder Eckball. Der Schuss war top. Besser war eigentlich nur noch die Parade, wenn man sich das hier genauer anschaut. Prima abgewehrt. Der Schlussmann war hoch konzentriert und auf dem Posten. Gehalten, aber noch heiß. Ja, es gibt Einwurf. Aubameyang. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Lewandowski. Philipp Lahm. Das ist jetzt seine Chance. Er schaut noch mal kurz zum Schiedsrichterassistenten raus, aber es war wohl abseits. Och, das ist eng. Das ist eine ganz enge Geschichte. Das ist eine Zentimeterentscheidung. Das war ja nur ein Rollerchen. Ja, und dann steht er natürlich ganz gut, ganz sicher und regelt das locker. Auf dem Platz dürfen wir heute Borussia Dortmund begrüßen. Das ist eine junge und leidenschaftliche Mannschaft, Sie wissen es. Und die können voll und ganz auf ihren ehrgeizigen Trainer vertrauen. Aber auch die Fans spielen eine unglaubliche Rolle beim BVB.
Nicht umsonst kamen in der Saison 2011/2012 durchschnittlich über 80.000 Fans zu ihren Ligaspielen. Europarekord. Kagawa. Jetzt greift er ihn an. Ja, da ist er ja fast der 11. Feldspieler. Er holt sich den Ball weit vor dem Tor. Aber richtig gut gemacht und es war wichtig, dass er hier rauskam. Kagawa. Liebe Zuschauer, es ist angerichtet. Heute kommentieren für Sie Wolf Fuß und Frank Puschmann. Borussia Dortmund gegen den FC Bayern. Schwarz-Gelb gegen Rot-Weiß oder auch der deutsche Klassiko. Über diese beiden Teams, die seit Jahren national wie international ganz oben mitspielen, könnte man so, so viel erzählen. Aber wir wollen uns ja hier in erster Linie auf ein gutes Fußballspiel konzentrieren, oder? Ja, und ich glaube, das können wir auch. Beide Teams stehen ja für schnellen Angriffsfußball. Und ich denke, dass sich Dortmund auch heute nicht verstecken wird, wenn es hier gegen den großen FC Bayern geht. Das hat der BVB in der Vergangenheit oft gezeigt, dass er voll da ist, wenn der Rekordmeister der Gegner ist. So gehen es die Bayern also heute an. Sie setzen heute auf eine 3-5-2-Formation. Und so tritt der BVB heute also an. Bei ihnen sehen wir hier und heute ein klassisches 4-5-1. Wir sind zwar noch früh in der Saison, aber trotzdem Platz 1 gegen 2. Mehr geht nicht. Das bedeutet auch beste Defensive. Offensive. Das sind natürlich zwei verschiedene Spielphilosophien, die da aufeinandertreffen. Wir dürfen sehr gespannt sein. Anstoß durch die Bayern. Die Partie läuft. Und Lahm wieder am Ball. Jetzt Alonso. Alaba. Das könnte die Chance werden. Und Alaba. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Das ist die Chance. Das hat der Schiedsrichter richtig gesehen. Es gibt Freistoß. Der Schiedsrichter zeigt ihm gelb. Vertretbar, Buschi? Ja, absolut. Wir haben eben erst angefangen mit diesem Spiel. Aber wenn er hier zu viel durchgehen lässt, dann nutzen die Spieler das gerne aus. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Keine andere Option für den Referee. Xabi Alonso. Sieht gut aus, der Pass kommt. Xabi Alonso. Da ist der Treffer für die Münchner. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür.
Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Und der Torschütze für Bayern München in der 16. Minute mit der Nummer 14, Xabi Alonso. Kurze Unterbrechung, Freistoß gegen den FC Bayern. Hummels, da hat nicht viel gefehlt, ganz knapp drüber. Und Douglas Costa. Und den Ball hat er sich geholt. Ginter. Gündogan. Und nun ein Schuss. Das war nichts. Der Schuss geht deutlich drüber. Lewandowski jetzt am Ball. Lahm! Den Ball hält er gut. Ball im Aus, Einwurf für die Bayern. Xabi Alonso. Lahm. Und jetzt der Schuss. Die Bayern machen das Tor. Ja, so kennen wir ihn. Technisch einwandfrei und überlegt bringt er den Ball da im Kasten unter. Und lässt alles dabei so leicht aussehen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Jonas Hofmann. Und Thiago. Jetzt Müller. Rafinha. Zuspiel auf Müller. Der Ball ist drin, da kann der Torwart nicht drankommen. Er macht sein zweites Tor heute, ganz starke Leistung. Ja, und das ist hier wunderschön gemacht. Das ist eine glänzende Schusstechnik, punktgenau platziert. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Jetzt Mkhitaryan. Und Kagawa. Da kommt der Schuss. Da trifft er den Ball nicht richtig und der geht dann folgerichtig weit drüber.
Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Da gibt es Gelb für Jerome Boateng. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Viel Ballbesitz heute für den BVB, aber sie machen zu wenig draus, ne? Ja, Wolf, genau deshalb liegen sie ja hinten. Sie müssen mehr Tempo in die Aktionen bekommen, sonst wird's nix. Da ist das Tor! Der war nicht zu halten! Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Ein fantastischer Freistoß, direkt verwandelt. Ein wirklich schöner Treffer. Da konnte der Schütze sein ganzes Können zeigen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Vier Treffer nach 45 Minuten, da können wir uns nicht beschweren. Pausenstand 3:1.